Unter Wasser ist alles so leise. Die Welt hört auf zu schreien. Man fühlt sich aufgehoben. Und je tiefer man taucht, desto friedlicher wird alles. Zu tief taucht, bleibt für immer unten. Eier von Anisaki Simplex in Olivias Kot gefunden. Nematizidtherapie. Na, wie geht's unserem kranken Mädchen? Morgen, Süße. Hey, Corinna. Und, wie war die Party gestern? Ich bin da nicht mehr hin. Wie, du bist da nicht mehr hin? Es war mir zu spät und dann ohne dich. So ganz allein da rumstehen. Es hätte dich ja jemand ansprechen können. Konkurat? Für wen? Olivia, sie hat Fadenwürmer. Schon wieder? Ja, und solange Röder für die Fütterung zuständig ist, bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Und diesmal gehe ich zu Martin. Sag mal, du nimmst doch nicht schon wieder diese Dinge. Tags aufputschen, nachts betäuben. Du weißt, dass dich das auf die Dauer killt. Das tut zu wenig Schlaf auch. Oder hast du einen besseren Vorschlag? Ja, krieg's endlich mal in deine Birne rein. Du bist nicht schuld daran. Das siehst vielleicht du so. Elena, was passiert ist, ist passiert. Du kannst ihn nicht wieder lebendig machen. Aber dich machst du auf die Dauer total kaputt. Keine Ahnung, nimm dir eine Auszeit, mach eine Therapie oder sowas. Aber Überstunden sind auch keine Lösung. Vielleicht hast du recht. Ich muss rüber. Manchmal könnte man meinen, du willst gar nichts ändern. So kann es doch nicht weitergehen. Der Mann ist mittlerweile eine richtige Gefährdung für die Tiere geworden. Er hat sich um die Stelle beworben. Das ist nicht dein Ernst. Die Entscheidung fällt in 2 Wochen. Röder als Leiter des Aquariums? Das ist verantwortungslos. Der Mann ist unzuverlässig, inkompetent, ignorant. Du hättest dich auch bewerben können. Und kannst es immer noch. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren. Ich dachte ja nur, weil dir doch so viel an den Tieren liegt. Dir etwa nicht? Doch, genau deshalb will ich ja, dass du ins Rennen gehst. Wenn du willst, können wir das mal zusammen durchsprechen. Wie wär's mit einem Abendessen? Martin, lass uns damit nicht schon wieder anfangen. Es hat nicht funktioniert. Wie willst du das wissen? Du hast uns nie Zeit gelassen, es wirklich zu probieren. Glaub mir, es hätte keinen Sinn. Elena, du kannst nicht immer einfach abspringen, sobald es ernst wird. Das meine ich jetzt privat und beruflich. Wenn du daran nicht arbeitest, wirst du früher oder später vor die Hunde gehen. Warum lässt du dir nicht helfen? Überleg dir die Sache mit der Bewerbung. Okay. Corinna hatte recht. Seit Franks Tod zog ich mich zurück und hatte einfach Angst, Gefühle zuzulassen. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich nie geglaubt, dass ich mein Leben schon sehr bald ändern sollte. Sehr geehrte Frau Loren, sollten Sie bis morgen nicht endlich Ihren Teil des Dachbodens geräumt haben, sehen wir uns gezwungen, diese Möbel auf Ihre Kosten dem Sperrmüll zuführen zu lassen. Die Hausverwaltung. Thank you.
Geheimniskrämerin. Liebste Barbara, wenn du das liest, bin ich nicht mehr im Land. Wäre nur eine Frage der Zeit, bis sie mich finden und einbuchten. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, dass du mich gerade jetzt am meisten brauchst, aber ich will einfach nicht in den Knast. Sobald klar ist, wo ich bleiben kann, kommst du nach und bringst die Zwillinge eben woanders auf die Welt. Irgendwo am Meer, wo es warm ist und wo man noch ein bisschen frei sein kann. Ich küsse und umarme dich, dein Jürgen. Liebe Barbara, ich hoffe, euch dreien geht es soweit gut und ihr seid gesund. Was? Leider reicht das Geld noch immer nicht, um euch hierher zu holen. Aber es wird bald besser. Mit ein paar Leuten ziehe ich gerade eine Tauchschule auf. Sobald es geht, hole ich euch nach. Küsse an die Zwillinge. Jürgen. Ein australischer Poststempel vom Juni 1975, 6 Monate nach diesem angeblichen Flugzeugabsturz. Nicht zu fassen, dass sie euch die ganzen Jahre dieses Märchen erzählt hat. Ich hätte meiner Mutter wirklich einiges zugetraut, aber das nicht. Alles klar, das heißt, dein Vater lebt noch. Nein, das heißt nur, dass er im Juni 1975 noch nicht tot war. Hast du da schon angerufen? In dieser Tauchschule, meine ich. Das war mal eine Tauchschule. Heute ist es so eine Art maritime Forschungsstation. Hast du da angerufen? Ich habe dir eine Mail geschickt, aber es gibt keinen Jürgen Baumann und es gab auch nie einen. Elena, der Mann ist untergetaucht. Hm? Der wäre fast eingebuchtet worden. Da hättest du dir wohl auch einen neuen Namen zugelegt. Was er wohl ausgefressen hat. Das ist total spannend. Was ist zum Beispiel mit dem Leiter der Station, diesem... Steve Atkins. Ja, der hat doch 75 die Tauchschule gegründet. Und vom Alter her würde er auch passen. Da muss man nur noch 1 und 1 zusammenzählen. Ja, aber Corinna, das sind Indizien, keine Beweise. Ich wäre schon längst im Flieger. Ich soll ans andere Ende der Welt fliegen, um einen Mann zu suchen, von dem ich noch nicht mal weiß, wie er aussieht? Lena, er ist höchstwahrscheinlich dein Vater. Das Fragezeichen in deinem Leben. Ich bin die letzten 30 Jahre auch ganz gut ohne ihn ausgekommen. Außerdem, ich kann gar nicht weg, jetzt wo die Bewerbung läuft. Machst du's doch? Besser ich als Röder, stimmt's? Wenn sie mich nehmen, dann habe ich sowieso keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Was? Nix. Ich dachte nur gerade, so eine Chance ist echt selten im Leben, dass der eigene Vater wieder aufersteht. Und du lässt ihn gerade ein zweites Mal sterben.
Das ist Naturschutzgebiet. Campen verboten. Ich hätte gern darauf verzichtet. Wenn man ins Outback fährt, muss man schon ein paar Tricks drauf haben. Halten Sie mal. Sie haben Glück, dass ich hier Licht gesehen habe. Nachts fährt hier nämlich keiner rum, wenn er nicht muss. Woher kommen Sie? Aus Deutschland. Ah. Und? Wohin geht's? Nach College. Ah. Schöne Bucht, Urlaub? Nein, ich werde dort in der Forschungsstation arbeiten. Ah, für Steve. Sie kennen Steve Atkins? In der Gegend hier leben nicht allzu viele Leute. Kennen Sie ihn gut? Ich meine, es scheint ein großes Problem zu sein, an ihn heranzukommen. Einfach ist es jedenfalls nicht. Steckt der Schlüssel? Ja. Hallo? Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Kann man behilflich sein? Oh, ja, ich suche Kai Bicken. Tja, 100 Punkte, du hast ihn gefunden. Aha. Und du bist Elena, hm? Ja, hallo. Du solltest dir dringend ein neues Passfoto zulegen. Das alte wird dir echt nicht gerecht. Ich wollte ja eigentlich schon gestern kommen, aber... Hey, was soll's? Jetzt bist du ja hier. Komm, ich zeig dir die Station. Wir verlassen jetzt die Chefetage und begeben uns direkt ins Gruselkabinett. Ganz schön scharf. Und hier unser Darkroom. Ganz schön dunkel. Und nun der absolute Höhepunkt. Die Drogenküche. Nur allerbeste Ware. Gar nicht so schlecht hier, ne? Aber das ist noch nicht alles. Willkommen am saubersten Meer der Welt. Tauchgerät. Hier ist alles drin, was schmeckt. Robben, Delfine, Schildkröteneier. Nur zu Ostern, Ehrenwort. Ne? Und was war's? Ach, am Ruder war ein Haufen Seetang. Schon wieder Ausschläge. Ja, 7 Stück. Alles Sonntagnacht. Ihr habt hier Erdbeben? Nein, aber Mr. BOP macht mal gern seine kleinen Testsprengungen. Wenn keiner guckt. Aber in so einer Bucht ist das doch illegal, oder? Ja, aber solange man sich dabei nicht erwischen lässt, ist es nur scheißegal. Übrigens, das ist Elena aus Deutschland. Sie wird eine Weile bei uns bleiben. Elena Lorenz. Freut mich. Debbie Thornton, hi. Was meint er mit einer Weile bei uns sein? Ich bin die Meeresbiologin. Wegen der Recherche. Ich bin die mit der Doktorarbeit. Über Delfine? Aha. Ist ja interessant. Elena hat mir gerade erklärt, warum sie hier ist. Wegen ihrer Doktorarbeit. Cool. Wer hat dich eingestellt? Phil oder Steve? Kai war so nett und hat das alles in die Hand genommen. Das kann Kai. Nett sein und was in die Hand nehmen. Wie wär's mit einer Dusche? Hm?
Ich bringe sie zu Tom und Peg. Das Hotel? Motel. Aber die Zimmer sind echt okay. Hey, Tom? Sorry, ist nichts mehr frei. Voll? Nein, aber da wird renoviert. Tom, wenn es wegen der Bezahlung ist, dann... Ich hab doch gesagt, nichts mehr frei. Gilt das für alle oder nur für Enco-Mitarbeiter? Ist hier in der Nähe nicht noch ein anderes Motel? Nein, und das weiß Tom. Und deshalb wird er uns jetzt auch ein Zimmer geben. Ach was, dann müsste Tom das ja wohl auch wissen. Wir haben Gäste. Warum sagst du denn nichts? Hallo, Kyle. Hi, Peggy. Ich habe einen Gast für dich aus Deutschland. Hallo, Tom hat deutsche Wurzeln. Ich habe gesagt, dass wir renovieren. Na und? Dann nimmt sie eben die 7. Nimmt sie nicht. Gleich morgen früh will ich mit der 7 anfangen. Tom, geh einfach wieder in die Werkstatt und lass mich meine Arbeit machen. Nur eine Nacht. Hi, ich bin Peggy. Willkommen in Australien. Tom ist eigentlich ein feiner Kerl. Wo genau aus Deutschland kommt er denn her? Nein, nein, sein Geburtsort ist Carnarvon. Seine Großmutter war Deutsche. Und was hat er gegen die Enco-Station? Er selbst ja eigentlich gar nichts. Es ist nur so, dass hier... Sie sollten wissen, ihr Geld verdienen die meisten hier bei der BOP. Was ist das, BOP? Die Erdölgesellschaft. Und dazu gehört auch die Tankstelle. Ah, die BOP will draußen in der Bucht wohnen. Naja, und das beißt sich eben mit Steves Interessen. Nette Mitbewohner. Ah, kein Problem. Wenn Sie noch was brauchen. Ich bin in der Küche. Barbara, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein herrlicher Ort das ist. So wenig ich meinen Vater auch kannte. Vom Paradies hatten wir offensichtlich sehr unterschiedliche Vorstellungen. Morgen, Peg. Bei dir wohnt doch diese Deutsche. Da drüben hat wohl letzte Nacht nicht gut geschlafen. Hallo? Hallo? Ich bin Phil Stasari. Gehen wir. Tja, ja. Moment mal, was soll denn das heißen? Ich muss gehen. Ich bin extra 18.000 Kilometer weit geflogen, um hier zu arbeiten. Wissen Sie eigentlich, was so ein Flug kostet? Verstehen Sie doch. Wir haben weder Geld, noch Platz, noch Verwendung für Sie. Entschuldigung, aber ich habe ganz klar mit Kyle vereinbart. Kyle, Kyle ist ein großes Kind. Er war gar nicht befugt, Sie einzustellen. Aber Sie sind befugt, mich einfach wieder rauszuschmeißen. Ich lasse mich doch nicht einfach hierher locken und dann wieder abservieren. Ich will sofort mit Steve Atkins sprechen. Das können Sie vergessen. Außerdem, Sie werden nicht abserviert. Ich besorge Ihnen eine andere Stelle. Ich will aber keine andere Stelle. Keine Sorge, da gibt's auch Delfine. Jede Menge sogar.
Ich will doch nur die Delfine beobachten. Wen störe ich denn damit? Verstehen Sie doch. Darum geht es nicht. Wenn Ihnen hier was passiert, dann sind wir mitverantwortlich. Und das können wir uns momentan einfach nicht leisten. Hey, was geht denn hier ab? Das will ich dich fragen. Was soll das? Willst du, dass Enko uns den Laden dicht macht? Wieso? Sie hilft uns, wir helfen ihr. Ein paar Wochen. Enko muss ja gar nichts davon wissen. Kyle, solange der Antrag nicht durch ist, können wir uns keine Fälle erlauben. Du weißt, wie schnell hier was passieren kann. Dieser Antrag ist vielleicht noch Monate unterwegs. Sollen wir uns bis dahin an die Heizung ketten? In deinem Fall wäre das wahrscheinlich das Beste. Das ist ja nur gut, dass du das nicht zu entscheiden hast. Darf man mal fragen, wer das eigentlich zu entscheiden hat? Also wenn überhaupt einer, dann Steve. Und der will keinen sehen. Dich vielleicht nicht. Kommst du mit? Ja. Fahren wir jetzt direkt dorthin? Nee, morgen. Steve ist heute in Carnarvon. Und jetzt? Ich dachte, ich zeig dir mal deinen Arbeitsplatz. Hast du Höhenangst? Das kommt ganz auf die Höhe an. Langsam konnte ich die Briefe meines Vaters verstehen. Dieses Land ist wirklich wahnsinnig schön. Was ich noch nicht verstehen konnte, warum schrieb er immer seltener? Von da bis ganz hinten. Das ist alles Coral Edge. Wow. Siehst du die Untiefe da? Ja. Das ist Abyss Brink. Da geht's 600 Meter runter. Wie wär's mit einem kühlen Bier bei Sonnenuntergang? Super Idee. Das hat mir mein Alter zum 18. geschenkt. Und was kriegst du zum 30. Space Shuttle? Falls ja, schieße ich ihn damit zum Mond. Ach, nur vom Teufel spricht. Dachte schon, du würdest das gute Ding ungenutzt verrotten lassen. Ich würde ihn ja gern öfter fliegen, aber erinnert mich zu sehr an dich. Schade, dass man mit dummen Sprüchen kein Geld verdient. Und wer ist das? Dein neuester Abschuss? Was ist mit diesem anderen Dummchen? Debbie, schon verglüht? Das ist Eleanor Lorenz aus Deutschland, eine 1A-Meeresbiologin, die uns helfen wird, dir Feuer unterm Arsch zu machen. Ah, eine Deutsche. Wenn sie nur halb so gut sind, wie er sagt, verschwenden sie bei Enko ihre Zeit. Außer sie stehen auf Verlierer. Die lassen einen wenigstens atmen. Sie sind keine Verliererin. Ich erkenne meinesgleichen. Wenn Sie eine gut bezahlte Arbeit suchen, rufen Sie mich an. Bei dir habe ich da die Hoffnung allerdings schon fast aufgegeben. Wann suchst du dir endlich einen anständigen Job? Seit wann kennst du das Wort anständig? Ich würde ja gern noch weiter plaudern, aber ich muss jetzt was fürs australische Bruttosozialprodukt tun. Reizend. Tja, für seine Verhältnisse war das noch richtig nett. Danke für die 1A-Meeresbiologin. Sorry, dass ich dich damit reingezogen habe, aber ich wollte ihn provozieren. Warum? Weil er einfach nicht satt wird. Ihm gehören schon x Küstenabschnitte hier und jetzt will er auch noch Coral Edge. Oh, er ist das. BOP. Ja, Mr. George, was kostet die Welt, Bickham? Sozusagen Steve Atkins' natürlicher Feind. Bei ihm geht es um die Bucht. Ja, die beiden haben sich schon bekriegt, da gab es noch gar keinen Umweltschutz. Auf, Steve. Cheers. Was ist die für ein Mensch? Ein spezieller. Du kannst ihn nicht kaufen. Und er kuscht nicht vor den Großen. Er ist fair und er kümmert sich um seine Leute. Das klingt gut.
Ja, hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert. Und wie? Das kriegst du schon noch mit. Jetzt erzähl du doch mal. Was machst du denn so, wenn du nicht gerade in deinem Zoo rumhängst? Ich versuche zu schlafen. Allein? Ja, allein. Und zwar immer. Vielleicht solltest du es zu zweit probieren. Dann klappt's besser. Wunderschön. Ja, wunderschön. Was ist das? Oh Gott. Es werden ja immer mehr. Vor einer Woche waren es zwei Schildkröten. Und eine Weile davor hatten wir ein paar Robben. Die sind genauso elend verreckt. Habt ihr das untersucht? Ja, logisch. Aber Debbie ist halt noch keine ganze Tierärztin. Ach, Debbie studiert Veterinärmedizin. Ja, hat sie mal. 2 Jahre in Perth. Und nach ihrem Praxissemester ist sie bei uns hängen geblieben. Sag mal, Karl, meinst du, ich kann heute Nacht hier auf der Couch schlafen? Du kannst auch bei mir pennen. Hey, ich habe ein Gästebett. Das ist 1000-mal bequemer als die olle Couch. Sind wir jetzt ein Hotel oder was? Es tut mir leid, aber es ist was passiert. Das Lungengewebe ist viel zu rot. Könnte ein Virus sein oder ein Pilz. Was jetzt? Kann ich so nicht sagen ohne Elektronenmikroskop. Wir sollten eine Probe ins Enkolabor schicken. Also ich finde, das sieht nicht unbedingt nach einer Entzündung aus. Könnte gut sein, dass er erstickt ist. Aha. Und wie kommt sowas dann zustande? Durch Schluckauf? Ich meine ja nur, die Zunge ist erheblich geschwollen und die Pupillen waren auch erweitert. Und was heißt das? Das weiß ich auch noch nicht. Aber vielleicht sollte man den Delfin auch erstmal vollständig sezieren, bevor wir weiter herumspekulieren. Klingt doch vernünftig. Dann machen, Frau Doktor. Hey, das ist der absolute Hammer. Die nimmt den komplett auseinander, als hätte die nie was anderes gemacht. Macht sich doch gut hier, findest du nicht? Hm? Und? Wie sieht's aus? Schleimhäute sind völlig ausgetrocknet. Die Leber ist viel zu groß und die Nieren sind viel zu weich. Ja, woran ist er denn nun gestorben? Also wenn man Paralyse und Erstickungstod dazu nimmt, dann steht unterm Strich... Ein Gift? Sein Mageninhalt. Sardinen und ein paar Heringe. Dieselben Symptome wie beim Delfin. Und was heißt das jetzt im Klartext? Dass die Fische schon vergiftet waren. Boah, die sind ja nicht mal ansatzweise verdaut. Was soll denn das für ein Hammergift sein? Kann man das im Enkolabor eine chemische Analyse machen lassen? Nein. Aber in einem Speziallabor in Perth. Das dauert allerdings ein paar Tage und das ist auch ziemlich teuer. Hey, was soll denn das? Sag mal, spinnst du? Wieso denn? So schnell und günstiger als in Perth. Idiot. Wir schicken die Probe heute noch nach Perth. Und ich fahre zu Steve.
Was soll das werden? Ich komme mit. Ich will ihn kennenlernen. Er aber nicht Sie. Und er macht bestimmt keine Ausnahme, nur weil Sie aus Deutschland sind. Ja, aber vielleicht aus anderen Gründen. Und aus welchen? Wollen wir das nicht Ihnen entscheiden lassen? Wie Sie wollen. Ich habe Sie gewarnt. Wer von euch beiden studiert eigentlich Tiermedizin? Ich wäre schon längst fertig, wenn ich nicht wegen dir hier geblieben wäre. Ich habe dich nicht drum gebeten. Es ist ein Tauziehen. So geht's nicht weiter, Marge. Du sollst mir noch die Haare vom Kopf. Gestern waren noch 30 Sixpack da. Das weiß ich genau. Nein, nein, vergiss es. Für dich gibt's halt keins mehr. Willst du ein Brot? Wäre besser für dich. Ich brauche dich. March, es geht weiter. Er rennt, lässt den Ball tippen, schüttelt den Angreifer ab und tritt ihn zu Glenn Jakovic. Großartiger Spielzug dieses schweren Kerls. Die Massen sind begeistert. Da kommt der Kick, er fliegt auf 50 Metern, ja. Senkt er sich ins ja. Tor. Die Fans jubeln und zeigen ihre Anerkennung für diesen großartigen Champion. Durch dieses Tor bauen die Eagles die Führung aus und liegen jetzt mit 2 Toren vorn. Es ist wirklich ein spannender Abend hier. Hi Steve, wie geht's dir? Wie einem, der gerade die zweite Halbzeit im Spiel Eagles gegen Swans verpasst. Wir haben ein Problem. Nur eins? Wie schön für euch. Es geht um die Bucht. Was ist damit? Erst die tote Schildkröte, dann die beiden Robben, gestern ein Delfin. Was sagt er mir dazu? Sie hat ihn seziert. Zusammen mit Helena. So zusammen? Wer zum Henker ist das überhaupt? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst mir ja keine fremden Leute anschleppen. Ruhig dich, Steve. Sie ist Meeresbiologin, sie arbeitet für uns. Hallo. Seit wann wird sowas nicht mehr mit mir abgestimmt? Frag Kyle. Der hat sie eingestellt. Vielleicht hätte er dich ja vorher gefragt, wenn du dich nicht nur zum Weihnachtsbesäufnis bei uns blicken lassen würdest. Wozu verdammt nochmal brauchen wir 2 Meeresbiologen? Der eine zählt nicht. Der füllt nämlich seit Monaten nur noch die Anträge aus. Eigentlich dein Job, oder? Also, woran ist er gestorben? Vermutlich an einem Gift. Und zwar in einem höllenstarken. Ist wahrscheinlich einer Wasserschlange zu nahe gekommen. Nein, Steve, da ist was in unserer Bucht. Keine Ahnung. Eine Wasserschlange war das jedenfalls nicht. Sie müssen es ja wissen. Steve, wir reden hier vom Coral Edge. Schon vergessen? Die Eagles gewinnen auch ohne mich. Ich ziehe mir schnell was über. Hier haben wir die Robben gefunden. Hier lagen die Schildkröten und hier bei uns der Delfin, richtig? Hier dazwischen liegen 15 Kilometer. Die Strömung zieht von Norden nach Süden und wir liegen genau da drin. Und das ungefähr wäre unser Suchgebiet. Das ist scheiß groß für ein Boot. Also wenn ihr mich fragt, dann müssten wir den Gemeinderat einschalten. Ah ja? Und was willst du denn nun sagen? Du weißt ganz genau, die werden nicht aktiv wegen eines toten Delfins. Wenn wir suchen, dann dauert das ewig um 3 Tage. Da kommen noch eine Menge Delfine dazu, Steve. Die Gefahr besteht natürlich. Wenn wir jetzt Alarm schlagen und nichts finden, da stehen wir da wie Wichtigtour, die nur ihren Antrag pushen wollen. Warten wir wenigstens auf die Analyseergebnisse aus Perth. Vielleicht haben wir dann was in der Hand. Und ihr würdet wirklich riskieren, dass noch mehr Tiere sterben? Junge Lady, die mich schon die ganze Zeit anstarrt, als hätte ich Lepra. Wie wär's, wenn sie sich aus Dingen raushalten, von denen sie nichts verstehen? Wir machen das allein. Wir nehmen systematisch Wasserproben und die abgesuchten Routen markieren wir mit Bojen. Könnte die Suche beschleunigen, wenn kalt im Flieger nimmt. Ja, vielleicht kannst du von oben irgendwas erkennen, eine Wasserverfärbung oder irgendwas. Nimm die Kamera mit. Debbie, du hast Bereitschaft. Ja. Wir sollten auch Proben vom Meeresboden nehmen. Was hast du für eine Größe? Was? Für einen Taucheranzug. Ich kann nicht mitkommen, ich tauche nicht. Hä? Und warum nicht? Das hat
Persönliche Gründe. Eine Meeresbiologin, die nicht taucht. Das hört man auch nicht oft. Aha, das ist ein bisschen wie ein Vogel, der nicht fliegt. Es tut mir leid. Hör nur auf zu quatschen. Legen wir los. Eigentlich Vollmasken? Wozu denn jetzt Vollmasken? Was immer ihr da sucht, wenn es wirklich so konzentriert ist, solltet ihr jeden Hautkontakt möglichst vermeiden. Sie hat recht, das macht Sinn. Ah, noch was. Ihr alle wart in letzter Zeit im Wasser und es könnte gut sein, dass ihr diese Substanz schon in euch habt. Dafür fühle ich mich aber noch verdammt lebendig. Ich an eurer Stelle würde mein Blut untersuchen lassen. Sicherheitshalber. Es hat ja wohl Zeit, oder? Ich könnte das doch machen. Dann käme ich mir wenigstens nicht ganz so nutzlos vor. Mein Blut ist sauber, ich war seit Monaten nicht mehr im Wasser. Quecksilber, Phthalate, Phenole, solche Gifte wirken über Jahre. Möglich, ich fühle mich sauwohl. Ein paar Tropfen Blut, was ist schon dabei? Oder fließt in deiner Ader nur noch Bier? Was ist los, Steve? Angst vor der Nadel? Scheiß drauf. Wenn es euch glücklich macht, komm, Kai. Bei diesem Antrag, von dem Phil sprach, um was genau geht es da? Darum, dass Coral Edge unter Naturschutz gestellt wird. Wir könnten dann ganz anders arbeiten und hätten staatliche Unterstützung und so. Wie stehen die Chancen, dass der Antrag durchgeht? Nicht schlecht. Wann entscheidet sich das? Das hätte schon längst passiert sein sollen. Aber Steve glaubt, dass der Bürgermeister die Sache blockt. Naja, Bill steht so mit meinem Vater. Okay, so. Es wäre mir lieber, du würdest es mir aus dem Hals saugen. So wild auf eine Wundinfektion? Ich denke, die wär's wert. Debbie das wohl genauso sieht? Ich bin nicht verheiratet mit Debbie. Ach, und deswegen hast du alle Freiheiten, verstehe. Es kommt drauf an. Ich kann auch treu sein. Der Spruch ist auch nicht gerade neu. Kannst du herausfinden, ob stimmt. Kai, wie wär's, wenn du jetzt das Wetter checkst und endlich zum Flugplatz fährst? In ein paar Stunden wird's dunkel. Ach, übrigens, wir müssen noch unser angebrochenes Date nachholen. Das ist die Adresse von Dr. Parker. Wenn Sie ihm die Proben gleich bringen, kann er sie heute noch untersuchen. Okay. Und machen Sie sich keinen Kopf wegen dieser Tauchsache. Wir haben alle unsere Schwächen. Guten Tag. Ja, hallo? Hey, Corinna! Elena, wo bist du? Wie geht's dir? Tut mir leid, dass ich dich wecke, aber du musst mir helfen. Was ist passiert? Ich habe Steve Atkins gefunden. Nein! Doch. Und ich habe ihm Blut abgenommen. Elena, mit Blutgruppen lässt sich eine Vaterschaft nicht klar bestimmen. Ja, ich weiß. Aber es lässt sich damit ausschließen und es reicht für mich vielleicht schon. Ich brauche eine Blutgruppenliste, wie man sie bei serologischen Gutachten hat. Klar, besorge ich dir. Aber erzähl mal, wie ist er denn so? Steve? Schwierig. Wie schwierig? So schwierig, dass man sich ihn nicht unbedingt als Vater wünscht. Was machst du, wenn er es doch ist? Wirst du es ihm sagen? Elena! Mathilda! Du, Corinna, ich muss Schluss machen. Ich rufe dich heute Abend nochmal an, okay? Schön, dich zu sehen. Wohnst du jetzt hier in Point Rock? Um ehrlich zu sein, wohne ich momentan nirgendwo. Und? Was machst du dann hier? Schon wieder verfahren? Nein, ich war bei Dr. Parker. Oh. Parker. Lange Geschichte. Ist jetzt bald ein halbes Jahr her. Mein Cousin hat für die BOP getaucht. Na, wir haben nicht gerade viele Arbeitgeber hier. Ich hab schon gehört. Er hatte einen Tauchunfall draußen in der Bucht. Die haben ihn sofort zu Parker gebracht, aber ist noch am selben Tag gestorben. Lungenriss hieß es. Angeblich ist er zu schnell aufgetaucht. Aber du glaubst etwas anderes. Mein Cousin hat schon nach Perlen gesucht, da war er gerade mal so groß. Der wusste, wie man auftaucht. Ja, das passiert gerade Profis. Sie überschätzen sich. In der Nacht vor seinem Tod sprach er davon, etwas machen zu müssen, das falsch ist. Falsch und gefährlich. Was meinte er damit? Keine Ahnung.
Ich weiß nur eins, mein Cousin ist nicht schuld an seinem Tod. Was macht dich so sicher? Das ist schwer zu erklären, Elena. Aboriginals haben ihre eigene Art, sowas rauszukriegen. Wenn ein Verbrechen aufgeklärt werden muss, treffen sich die Ältesten an einem geheimen Ort. Sie töten ein Tier, das Totem des Opfers, und hängen es auf. Darunter legen sie Steine, die auf die eine oder andere Weise mit dem Verdächtigen in Berührung gekommen sind. Wenn das Tier dann Körperflüssigkeit verliert, hilft der Wind, den Täter zu verraten. Das ist schon seltsam. Ich werde nochmal zu Parker fahren. Vielleicht kriege ich mehr aus ihm raus. Können wir uns später treffen? In der Bar? Mhm. Mermaid und Phoenix, komm. Was gibt's, Massapana? Schon was entdeckt. Nur eine Nussschale, die eine riesige Bucht absucht. Wir machen noch einen Tauchgang und dann fahren wir zurück. Kannst wohl nicht abwarten, wieder den Big Boss vor ihr zu spielen, ha? Vor wem? Vor Elena? Du hast keine Chance bei ihr. Wer sagt ihr denn, dass ich was von ihr will? Ihr habt doch gesehen, wie du sie angestarrt hast. Das geht dich überhaupt nichts an. Das sehe ich anders. Ich habe sie hierher geholt, damit habe ich praktisch Vortritt. Fuck you. Vorsichtig, kleiner Kurse. Noch bist du nur Gast in diesem Land. Und dessen Bevölkerung du Gott sei Dank nicht typisch bist. Over and out. Habt ihr eigentlich keine anderen Sorgen? Kyle Wickham muss ein wenig mit seinen Gamma-GT-Werten aufpassen. Seine Leber schreit nach Urlaub. Aber ansonsten, das Blutbild ist perfekt. Ich werde es Kyle ausrichten. Die Rechnung bekommen Sie draußen. Phil Cesari hat mir erzählt, dass hier in den letzten Monaten ein Taucher tödlich verunglückt ist. Sie haben ihn behandelt. Oh, der Aborigine. Ja, er ist gestorben. Hier in der Praxis. Ich konnte leider nichts für ihn tun, zu dumm. Und? Ich dachte, möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen der Todesursache der toten Tiere, die hier gefunden wurden, und der dieses Mannes. Ach so? Ja, vielleicht Hinweise auf eine Vergiftung? Vergiftung? Nein, ein Lungenriss, aber kein Gift. Vielleicht war das ja eine Reaktion auf das Gift. Dafür gab es keinerlei Anzeichen. Das heißt, Sie haben ihn seziert? Ich bin leider der einzige Arzt hier, also musste ich das. Und da war ganz sicher nur der Lungenriss. Das fällt zwar unter die ärztliche Schweigepflicht, aber mein Gott, wenn ich Ihnen helfen kann, und der Station. Haar- und Nagelproben negativ. Blutplasma negativ. Die Gewebeproben negativ. Und die Lymphdrüsen auch. Tut mir leid. Aber einen Zusammenhang gibt es da beim besten Willen nicht. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ach, nein, das war nur so eine blöde Idee. Danke schön, vielen Dank. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Gern wieder, jederzeit. Leid, bitte. Sofort. Noch 5 Redbacks, Bob. Ja, gleich. Für Sie auch eins? Vielen Dank. Ich trinke nicht mit jedem, was? So war das nicht gemeint.
Tom sagt, Sie arbeiten für Steve Atkins. Ja, vorübergehend. Ach, Mann! Verzeihen Sie mir so ein Ungeschick. Bob, noch eine Cola für die Lady. Ja. Weiß ja auch jeder, dass Enko immer pleite ist. Also für mich wäre das nichts. Ich habe eine Frau, zwei Söhne, ein Haus. Da sollte das Geld schon regelmäßig kommen. Bob, beide auf mich. Danke, aber das zahle ich lieber selber. Oh, leck mich am Arsch. Was ist denn heute mit mir los? Sorry. Was ist mit unseren 5 Bier, Bob? Was ist eigentlich Ihr Problem mit mir? Vielleicht, dass Sie für jemanden arbeiten, der verhindern will, dass ich meine Familie auch weiter ernähren kann. Warum glaubt ihr Ökofritzen eigentlich dauernd genau zu wissen, was für alle Leute das Beste ist? Warum machen Sie nicht die Leute Ihres Landes arbeitslos, hä? Harvey Kiplinger, wenn du nicht sofort meine Freundin in Ruhe lässt, spreche ich mal ein ernstes Wörtchen mit Sylvia Kiplinger. Sei froh, dass du eine Frau bist. Du kannst froh sein, dass ich kein Mann bin. Zieh Leine. Komm, wir können bei mir was trinken. Ihr schmeckt's heute nicht. Keine Sorge, die beißen nicht, die bellen nur. Fahr mir einfach nach. Oh nein. Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Bloß nicht aufregen. Den Gefallen tun wir ihnen nicht. Komm, steig an. Ich weiß. Er hat mir aus einer falschen Akte vorgelesen. Oh ja? Wenn du willst, dann kann ich das für dich vor Gericht bezeugen. Wieso vor Gericht? Willst du denn nichts unternehmen? Wozu? Parker wird seine gerechte Strafe früher oder später kriegen. Sag mal, stört es dich wirklich nicht, wenn ich heute hier übernachte? Ich fühle dich ganz wie zu Hause. Ich bin froh, wenn ich mal Gesellschaft habe. Ich habe übrigens mit ein paar Freunden telefoniert. Bis morgen müssten deine Reifen repariert sein. Kannst du lange meinen alten Pickup haben. Danke, Mathilda. Du, sag mal, darf ich dich mal was fragen? Ja. Du und Steve, ihr wart mal ein Paar, oder? 12 Jahre. Ja, wenn man die ganzen Pausen abzieht. Kennt ihr euch beide also doch ganz gut? Nein, eigentlich nicht. Das ist nicht ganz einfach, ne? Er war nicht immer so bissig und versoffen. Er war mal jemand, der was verbessern wollte. Nicht die ganze Welt, aber ein Teil davon. Was ist passiert? Wenn ich das wüsste. Ich glaube, irgendetwas hat ihn eingeholt und lässt ihn nicht mehr los. Und jetzt habt ihr gar keinen Kontakt mehr? Weißt du, Elena, wenn man eine Kruste zu oft aufreißt, bleibt am Ende eine Narbe, auf der man nichts mehr spürt. Jetzt hör sich einer an, was ich heute für einen blumigen Stuss rede. Magst du frische Dorade? Ich kann dir auch einen Känguru in die Pfanne hauen. Hallo, hier ist Todd. Ja? Heute ist jemand hier gewesen und hat mich wegen Francis Lee gefragt. Wer? Eine Frau. Wie heißt sie? Elena Lorenz. Sie ist von Enko. Das schau mal einer an. Ich hab ja gleich gesagt, dass das nicht gut geht.
Wenn ich mich bloß nicht darauf eingelassen hätte. Jetzt mal ganz ruhig, Todd. Du hast alles richtig gemacht. Aber was soll ich denn jetzt tun? Ich kümmere mich drum. Bis dann. Corinna Ulrich, hallo? Ich bin's, Elena. Hi. Hast du die Liste? Ja. Wie ist deine Blutgruppe? AB. Und? Ja, Moment. Warte. Okay. AB schließt nur Null kategorisch aus. Was hat er? Es gibt Dinge im Leben, denen man mit Furcht begegnet. Solch ein Moment stand mir unmittelbar bevor. Der Moment der Wahrheit. Was war's denn, wo ist Steve Atkins? Ist wahrscheinlich auch besser so. Tja, Elena Lorenz. Jetzt bist du wirklich ganz allein. Trotz allem wurde ich das Gefühl nicht los, dass das Schicksal doch noch eine Antwort für mich bereithielt. Morgen. Morgen. Hey. Tada. Du hast gesagt, ich soll mich ganz wie zu Hause fühlen. Und ich hab's auch so gemeint. Mathilda, ich musste was Wichtiges entscheiden. Ich muss mit Steve und seinen Leuten sprechen. Ich muss ihnen sagen, warum ich wirklich hier bin. Was heißt das? Erkläre ich dir später. Wollen wir mal sehen, was dein Auto macht, hm? Also, was gibt's so Wichtiges, was du uns sagen musst? Zwei Dinge. Erstens, eure Blutergebnisse sind soweit alle okay. Und zweitens, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann's kaum erwarten. Als ich nach Australien gekommen bin, da hatte ich die Hoffnung, dass sowas wie ein Wunder passiert, dass mein Leben verändert. Nun, es ist nicht passiert. Aber ich habe trotzdem was Besonderes erlebt. Ich habe Menschen kennengelernt, die ihre Ideale über persönlichen Interessen stellen. Aber ich fühle mich wie ein Fisch, der nicht schwimmen kann. Und deshalb ist es besser, wenn... Hey, das Ergebnis aus Perth. Botulinumtoxin. Was zum Teufel ist das? Ein Nervengift. Das Stärkste, das es überhaupt gibt. Sie schreiben, es handelt sich um eine Variante, die, wie es aussieht, nicht dokumentiert ist. Das heißt, wahrscheinlich gibt es kein Gegenmittel. Moment mal, ganz langsam. Heißt das, jemand vergiftet unsere Bucht? Möglich wär's. Okay, jetzt komm mal wieder runter. Botulin kann auch ganz natürlich entstehen, wenn Fleisch verdirbt. So hoch konzentriert? Also die Frage ist jetzt, wie viel davon ist in der Bucht und wo ist die Quelle? Aber warum fragen wir nicht Bill, ob er uns unterstützt? Es geht doch uns alle an. Den Bürgermeister. Steve, jetzt schau dir doch diese Riesenfläche mal an. Ohne Hilfe, da... Riskiert man ein Massensterben. Ihr
könntet euch bei der Suche von Delfinen helfen lassen. Delfine jagen in der Regel in Gruppen und zu guten Futterstellen kehren sie immer wieder zurück. Sie können uns zur Quelle führen. Und woher wissen wir, bei welcher Gruppe der tote Delfin war? Vielleicht sollten wir einfach eine Zeitungsannonce aufgeben. Manchmal kommen sie noch wochenlang zurück, um nach dem fehlenden Tier zu suchen. Selbst wenn wir sie finden, wir haben keine Chance, ihnen zu folgen. Es geht nicht. Weißt du noch? Die Krankenreihe. Die Kamera. Ah, da ist sie ja. Mit den Bolzen hier befestigen wir die Kamera aus einer Finne. Sie sind aus Magnesium. Und unter Wasser lösen sie sich innerhalb von 5 Stunden auf. Die Kamera treibt nach oben und sendet ein Funksignal. Wir fischen sie raus und schauen uns an, wo die Tiere waren. Sofern wir die Kamera finden. Ja, der Sender hat leider nur eine begrenzte Akkuleistung. Das könnte funktionieren. Ja, das könnte es. Worauf warten wir? Wir teilen uns auf. Du nimmst wieder den Flieger und ihr beide sucht mit dem Boot die Küste ab, einverstanden? Debbie, versuch du mehr über dieses Botulin rauszufinden. Und was machst du? Ich versuche Unterstützung zu kriegen. Auf geht's. Was wolltest du eigentlich vorhin sagen? Ach, das hier hat Vorrang. Warum soll das plötzlich nicht mehr gehen? Es ging bisher immer. Ich meine, du bist der verdammte Bürgermeister. Die Zeiten haben sich geändert, George. Früher hat das kein Schwein interessiert. Heute hast du keine Chance. Da hast du sofort ein Dutzend Aufsichtsämter und Umweltverbände am Arsch. Hindernisse sind dazu da, sie zu überwinden. Seit wann muss ich dir das sagen? Du verstehst das nicht. Das ist eine ganz neue Generation, die uns da herangewachsen ist. Denen kann man nicht mit Geld kommen. Bill? Ich will diese Fördergenehmigung und ich kriege sie. Du musst die grünen Schwuchteln endlich an die Leine nehmen. Der halbe Gemeinderat besteht mittlerweile aus diesen Schwuchteln. Und die tun nichts lieber, als Steves Antrag zuzustimmen. Coral Edge wird bald Naturschutzgebiet. Das ist quasi amtlich. Und diesmal kann auch ich das nicht verhindern. Sorry, George. Halt mir einfach noch eine Weile den Rücken frei. Okay? Um alles andere kümmere ich mich. Da drüben. Sicher? Ich glaube schon. Ja, da sind sie. Ich erkenne es an den Finnen. Mermaid und Phoenix? Colin! Kyle, du kannst zurück. Wir haben sie. Hey! Phil? Phil! Ja, Debbie? Ich höre dich. Wie ist eure Position? 30 Seemeilen südlich von Coral Edge. Okay, pass auf, zieh dir das rein. Botulin ist ein echtes Hammergift. Kristallisiert bringt 1 Gramm 1 Million Menschen um. Hast du schon die Nachfallstationen informiert? Ja, habe ich. Bei denen ist soweit alles in Ordnung. So wie es aussieht, betrifft es nur uns. Verdammt! Was ist das bloß? Sie kommen direkt auf uns zu. Direkt hier. Kommst du alleine, klar? Ja. Das da ist Stau. Okay. Näher wirst du ihnen im Lauf deiner Praxisrecherche nicht mehr kommen. Komm mit.
Ich brauch dich. Es ist nicht tief. Man kann fast stehen. Dir kann nichts passieren. Ich bin da. Geschafft! Gut gemacht! Das hört sich vielleicht blöd an, aber früher war das mal wirklich meine Welt. Wir gehen nicht so tief runter. Nur ein paar Meter. Hier gibt's Korallen, da bleibt ja die Luft weg. Nur so eine Redensart. Solange du die Luft anhalten kannst. Phil? Was? Danke. Wofür? Du bist eine hervorragende Taucherin. Phil! Wie oft muss ich der Gemeinderat eigentlich noch besprechen, um eine so einfache Entscheidung zu treffen? Steve, sowas braucht einfach seine Zeit. Es geht immerhin um die Zukunft der Leute, die hier leben. Ja, um die geht es allerdings. Und das habe ich jetzt auch nicht nur ökologisch gemeint. Wann? Schon bald. Phil, das sagst du seit Monaten. Wann? Keine Angst, in den nächsten Tagen lasse ich darüber abstimmen. Zufrieden? Wir haben heute vom Labor in Perth, wir haben einen toten Delfin analysieren lassen. Botulinum, Toxin. Ja, das sind ja nur ein paar tausendstel Milligramm. Nur dem Delfin hat's gereicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, davon kommt ein ganzer Liter in die Bucht. Was soll ich machen? Soll ich vielleicht die Navy anrufen? Hallo, Enko hat Mikrospuren von deinem Gift gefunden. Schick die Kavallerie her, aber schnell. Und Achtung! Feuer! Ihr habt die Enko-Lizenz. Macht euch nicht selbst lächerlich. Ich will doch nur, dass du mal mit den Fischern redest. Ah, ich soll ihnen womöglich verbieten zu fischen, bloß weil mal ein toter Delfin auftaucht? Vielleicht hängen die Totenschwärme vom letzten Monat auch damit zusammen. Steve, irgendwas ist immer mit Mutter Natur, macht mich aus jeder Lappalie ein Super-GAU. Auf dich hören sie, wenn ich daherkomme, machen die doch sofort dicht. Okay, ich rede mit ihnen. Und Achtung! Danke. Feuer! Hallo. Na? Wolltest du nicht eigentlich abreisen? Wenn das für dich okay ist, ich würde gerne noch ein paar Tage bleiben. Schon alles vorbereitet. Dir geht's gut, hä?
ja, ich war tauchen. Das erste Mal seit Jahren. Mit Delfinen. Ich konnte sie fast anfassen. Mein Totem. Totem? Was heißt das? Dass der Geist meiner Ahnen in ihnen lebt. Schöner Gedanke. Mehr als das. Es ist unsichtbare Wirklichkeit. Normalerweise glaube ich nicht an sowas. Aber vorhin mit den Delfinen, das war wirklich seltsam. Ich habe mich so geborgen gefühlt. Fast so wie damals, als ich mit meinem Bruder tauchen war. Willst du nicht erzählen, warum du wirklich nach Australien gekommen bist? Deshalb warst du bei Parker. Da ging es um Steves Blutgruppe. Aber er ist es nicht. Zugetraut hätte ich es mir. Ich würde zu Steve passen. Aber wie bist du ausgerechnet auf ihn gekommen? Mein Vater hat vor fast 30 Jahren hier irgendwo in der Gegend eine Tauchschule aufgemacht. So wie Steve Atkins. Oh, shit. Was ist? Mathilda, was? Naja, Steve hat diese Tauchschule nicht allein gegründet. Sondern mit wem? George Bickham. Die zwei waren mal dicke Freunde, sind damals zur selben Zeit nach Coral Edge gekommen. Wie alt ist George? 2 Monate älter als Steve. Oh, shit. Oh, morgen. Morgen? Hey, hat dich jetzt das Jagdfieber gepackt, oder was? Ach. Wundert dich das? Drecksack. Wer? Na, unser Bürgermeister hat mir zugesagt, mit den Fischern zu reden. Und? Ich habe gerade mit Roger und Nick gesprochen, die wissen von gar nichts. Super, jetzt stehen wir wieder ganz alleine da. Du kriegst Besuch, Kai. Scheiße, was will der denn hier? Lass mich das machen. Hast du dich verlaufen? Nein, ich suche meinen Sohn. Seit wann weißt du, dass du einen hast? Ach, so ein vages Gefühl. Ich habe ihn gezeugt, war bei seiner Geburt dabei, habe seine Ausbildung bezahlt. Ach, mir kommen die Tränen. Was willst du, wir haben zu tun? Ich habe von Bill gehört, dass Botulin in der Bucht sein soll. Das hörst du gerne, hä? Nein, jedenfalls nicht, solange mein Sohn in dieser Brühe taucht. Ist mein Job? Nein, dein Hobby. Dein Job wäre es, dich mit mir um die BOP zu kümmern. Du wirst alt, du wiederholst dich. Keil! Das ist kein Spiel mehr! Für mich war es das noch nie. Na? Wirbst du mir wieder meine Leute ab? In diesem Fall warst du der Abwerber. Hast du mir regelrecht in die Arme getrieben. Reißt dir alles nach und nach unter den Nagel und spielst den Heiligen. Erst Mathilda, dann Keil und jetzt die Bucht. Man kann einem nicht wegnehmen, was einem nicht gehört. Das kannst du schön reden, wie du willst. Wir zwei haben noch eine Rechnung offen. Ich kann es kaum abwarten, bis sie endlich beglichen wird. Dann zieh dich warm an, mein Lieber. Du weißt ja, im Krieg und in der Liebe ist einfach alles erlaubt. Steve, wir haben ein Funksignal! Man sieht sich! Mr. Bickham! Steht Ihr Angebot noch? Verlassen die Ratten das sinkende Schiff? Nein, nur die Pragmatiker. Aha. Fragt sich nur, warum ich Ihnen trauen sollte. Machen Sie es wie ich. Verlassen Sie sich einfach auf Ihren Instinkt. Was sagt er Ihnen denn, Ihr Instinkt? Dass wir beide vielleicht eine gemeinsame Schnittmenge haben? Wir sollten uns treffen. Wir sind nah dran. Da ist sie.
Scheiße, da ist nix. Stopp, halt. Schau mal zurück. Okay, jetzt. Da ist was. Was ist das? Was könnte das sein? Erkennt ihr das? Das ist Elvis Brink. Das verdammt nah an der Kante. Und was bedeutet das? Die Strömungen dort unten sind sehr stark und extrem unberechenbar. Wir tauchen da normalerweise nicht. Normalerweise. Wir reden hier von Coral Edge, schon vergessen? Direkt am Abgrund. 20 Meter, plus minus. Nicht die Welt. Stimmt. Also packen wir es. Dann los. Steve, ich würde gehen mit. Ich dachte, du tauchst nicht. Nicht mehr, aber ich würde es gerne wieder probieren. Warum? Weil es längst überfällig ist und weil ich euch helfen will. Bist du sicher? 20 Meter sind nicht die Welt. Das kann aber auch böse ins Auge gehen. Sie ist eine richtig gute Taucherin. So viel kann ich sagen. Wenn überhaupt, dann geht's mit Kyle runter. Er ist der Fitteste. Nur wenn wir den ersten Tauchgang übernehmen. Okay. Pass auf dich auf. Kannst du schon was sehen? Ja, da ist irgendwas. Es ist groß. Sieht fast so aus wie ein... Ach du Scheiße. Was ist los? Kyle, was ist? Wiederhol das, Kyle. Ein riesiges, verdammtes U-Boot. Elena, bist du sicher, dass du nicht wieder nach oben willst? Geht schon. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Wie ist der Zustand? Wie sieht's aus? Am Bug ist eine Einschussstelle. Wie groß? Naja, groß genug, um reinzutauchen. Nein, Kyle. Wir müssen erst prüfen, wie stabil das Ding überhaupt liegt. Hast du gehört? Kyle. Mist. Elena, wo bleibst du?
ziemlich gut erhalten. Verstanden. U196? Das ist ein Dort. Mist. Was hast du gesagt? Dass ein verdammtes Nazi-U-Boot in unserer Bucht liegt. Kai, raus da! Sofort! Was? Die Verbindung ist gerade total mies. Ich hab gesagt, ihr sollt nach oben kommen. Scheiße, Steve, ich verstehe dich nicht. Elena, hörst du mich? Ja. Ich will, dass ihr auftaucht. Sofort! Ich sehe Kai nicht mehr. Wo ist er? Kyle? Moment mal. Kyle! Ja, leck mich doch am Arsch. Was haben wir denn da? Scheiße, was geht da ab? Was ist da los bei euch? Hier ist plötzlich so ein starker Sog! Zu schreien. Man fühlt sich aufgehoben. Und je tiefer man taucht, desto friedlicher wird alles. Zu tief taucht, bleibt für immer unten. Eier von Anisakis Simplex in Olivias Kot gefunden. Nematizidtherapie. Na, wie geht's unserem kranken Mädchen? Morgen, Süße. Hey, Corinna. Und, wie war die Party gestern?
Ich bin da nicht mehr hin. Wie, du bist da nicht mehr hin? Es war mir zu spät und dann ohne dich. So ganz allein da rumstehen. Es hätte dich ja jemand ansprechen können. Konkurat? Für wen? Olivia. Sie hat Fadenwürmer. Schon wieder? Ja. Und solange Röder für die Fütterung zuständig ist, bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Und diesmal gehe ich zu Martin. Sag mal, du nimmst doch nicht schon wieder diese Dinge. Tags aufputschen, nachts betäuben. Du weißt, dass dich das auf die Dauer killt. Das tut zu wenig Schlaf auch. Oder hast du einen besseren Vorschlag? Ja, krieg's endlich mal in deine Birne rein. Du bist nicht schuld daran. Das siehst vielleicht du so. Elena, was passiert ist, ist passiert. Du kannst ihn nicht wieder lebendig machen. Aber dich machst du auf die Dauer total kaputt. Keine Ahnung, nimm dir eine Auszeit, mach eine Therapie oder sowas. Aber Überstunden sind auch keine Lösung. Vielleicht hast du recht. Ich muss rüber. Manchmal könnte man meinen, du willst gar nichts ändern. So kann es doch nicht weitergehen. Der Mann ist mittlerweile eine richtige Gefährdung für die Tiere geworden. Er hat sich um die Stelle beworben. Das ist nicht dein Ernst. Die Entscheidung fällt in 2 Wochen. Röder als Leiter des Aquariums? Das ist verantwortungslos. Der Mann ist unzuverlässig, inkompetent, ignorant. Du hättest dich auch bewerben können. Und kannst es immer noch. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren. Ich dachte ja nur, weil dir doch so viel an den Tieren liegt. Dir etwa nicht? Doch, genau deshalb will ich ja, dass du ins Rennen gehst. Wenn du willst, können wir das mal zusammen durchsprechen. Wie wär's mit einem Abendessen? Martin, lass uns damit nicht schon wieder anfangen. Es hat nicht funktioniert. Wie willst du das wissen? Du hast uns nie Zeit gelassen, es wirklich zu probieren. Glaub mir, es hätte keinen Sinn. Elena, du kannst nicht immer einfach abspringen, sobald es ernst wird. Das meine ich jetzt privat und beruflich. Wenn du daran nicht arbeitest, wirst du früher oder später vor die Hunde gehen. Warum lässt du dir nicht helfen? Überleg dir die Sache mit der Bewerbung. Okay. Corinna hatte recht. Seit Franks Tod zog ich mich zurück und hatte einfach Angst, Gefühle zuzulassen. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich nie geglaubt, dass ich mein Leben schon sehr bald ändern sollte. Sehr geehrte Frau Loren, sollten Sie bis morgen nicht endlich Ihren Teil des Dachbodens geräumt haben, sehen wir uns gezwungen, diese Möbel auf Ihre Kosten dem Sperrmüll zuführen zu lassen. Die Hausverwaltung. Himmelskrämerin.
Liebste Barbara, wenn du das liest, bin ich nicht mehr im Land. Wäre nur eine Frage der Zeit, bis sie mich finden und einbuchten. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, dass du mich gerade jetzt am meisten brauchst, aber ich will einfach nicht in den Knast. Sobald klar ist, wo ich bleiben kann, kommst du nach und bringst die Zwillinge eben woanders auf die Welt. Irgendwo am Meer, wo es warm ist und wo man noch ein bisschen frei sein kann. Ich küsse und umarme dich, dein Jürgen. Liebe Barbara, ich hoffe, euch dreien geht es soweit gut und ihr seid gesund. Was? Leider reicht das Geld noch immer nicht, um euch hierher zu holen. Aber das wird bald besser. Mit ein paar Leuten ziehe ich gerade eine Tauchschule auf. Sobald es geht, hole ich euch nach. Küsse an die Zwillinge. Jürgen.